Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibären. Da gibt es wieder eine Runde StarCraft 2 mit den Multibären gegen einen Zerg-Spieler auf 16-Bit-LE. Ja, Zerg ist zurzeit meine Krux. Ich bin sogar zurzeit ein bisschen besser gegen Terraner als gegen Zerg. Aber das liegt aber daran, dass Zerg einfach immer extrem früh pushen. Also, es ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten, ja, gut. Die Map ist natürlich für ein Protoss ein bisschen besser als für Zerg. Da wir hier eine Safe-Exe haben und wir ganz leicht zumachen können vorne bei uns. Aber wir werden sehen, ob der Zerg jetzt mal wieder pusht oder nicht pusht. So, wir werden auf jeden Fall mit Exe spielen. Das heißt, 19er Exe, das ist Standard. So versuchen wir, der Plan ist, Makro-Game zu spielen. So lange zu ziehen wie möglich. Hier keine Echse. Ich habe die Echse genommen. Cool, nimmt er jetzt. Okay, wir nehmen 20er Echse. Ich bin 19er, wie es eigentlich geplant ist. Eure Sonden werden angegriffen. Ja, perfekt. So, weiter Sonden produzieren, ganz wichtig. Zweite Gas nehmen. Wir wollen auf jeden Fall mit Oracle spielen. Also ich möchte auf jeden Fall, also das ist echt, das ist hier echt eine Top-Map für Terraner auch. Wir müssen verhindern können, dass er uns gleich unseren unser, ja, wie heißt das, Stargate sieht. Das wollen wir ja natürlich nicht. Adept. So, ich nehme auf jeden Fall erst das Stargate und dann das Warp-Gerät, Warp ist schon Warp-Dings, die Bumsy Upgrade. Theoretisch müsste jetzt eigentlich die dritte haben. So, sind wir schon voll saturiert? Nicht ganz, fehlt noch ein Sonder. So, wir geben dem Adepten auf jeden Fall vor, gucken mal, ob wir noch ein bisschen Stress machen können. So, dann haben wir jetzt Stalker gebaut. Müsste eigentlich jetzt eine dritte Schlings haben, Pater. So, dann holen wir unsere Sonde zurück. Kommen wir Adepten vor. Können jetzt genau das Orakel bauen. Genau, Chronobustens Orakel. Was wünscht ihr? Brauchen noch einen Pylon. Brauchen gleich eine Robo. Das bringt mir mehr als ihm. Gebt uns einen Auftrag. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Und wieder zurück. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Der sollte eigentlich überleben. Boah, ich bin so weit hinten mit allem Kram. Tja, ich bin halt noch nicht so der Pro. Da haben wir noch verloren. Schon einige Blöcke da stehen. So, ein paar Verluste hat er jetzt auf jeden Fall an der Echo-Line. Schicksale sind
ziemlich viel Länge. Ist das ein Luftabwehrtürmchen? Ah! Nein! Geh weg! Ach. Okay. Viele Linge. Oh, das war knapp. Warum die da immer durchkommen, ich verstehe es einfach nicht. Meine Bären kommen da nicht durch. Wolffeld online. Verstanden. Anan Poral. Mann! Ich hab Pylonen gebaut. Ah, ich bin ein bisschen raus im Spiel wieder. So, brauchen wir mal langsam mal eine dritte oder ein paar Kolosse oder irgendwas? Ach, wir gehen auf Storm. Schon eine dritte? Ja, eine vierte? Ne, eine vierte hat er noch nicht. Mal reingucken hier, was er noch hat, so schönes. Bailinge? Dann gehen wir jetzt los. Und bauen noch ein paar Pylonen. Wir sind die Klingen. Hydras ohne Ente. Ling Hydra werden. Dann soll's so sein. Leben für Ajur.
Naja, ich krieg Zack nicht kaputt. Maus ist auch wieder total scheiße eingestellt. Mann, die so viel Damage, ey. Ich komme hier nicht klar mit dem scheiß Gelumpig. Warum baut ihr unten nicht? Ach, weil es zu ist. Ja, okay. Das Spiel ist auf jeden Fall durch. Ich werde es wahrscheinlich euch auch gar nicht zeigen. Naja, GG. Ach, die hat er auch noch. Naja, GG. Ganz schlecht gespielt, ganz schlecht gespielt. Wird es auf jeden Fall nicht geben, das Video. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.